Lisa Marie Makas, we zijn heute hier in Duisburg. Ze speelt heute een spiel tegen Wolfsburg, die meester in Duitsland. Wie waren dat heute? Schweres spiel? Ja, ich glaube, gegen Wolfsburg ist immer ein schweres Spiel. Wir haben versucht, einfach so lange und so gut wie möglich alles dagegen zu werfen, was wir haben. Aber ja, also wie gesagt, wir reden da von Wolfsburg. Ja, am Beginn, Duisburg hatte 3 Chancen, um ein Tor zu machen. Ja, wie gesagt, also wir haben einen Plan gehabt. Wir wollten den Plan umsetzen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ja, und jetzt heißt es dann einfach nur auch, die Tore zu machen. Und ja, wir haben es, glaube ich, am Anfang schon ganz spannend halten können. Aber im Endeffekt nachher spricht das Ergebnis für sich. Ja, aber die schwierigste Phase, Sie sind mit Dominik Bladworf-Jansen, Sie sind mit Lena Gössling und Lindahl im Tor. Und die, Sie passieren allen und machen die Tor. Ja, ist natürlich ein gutes Gefühl. Ja, wie gesagt, ich glaube, mein Vorteil ist die Schnelligkeit und ich habe das da gut ausnutzen können und habe dann auch das Tor gemacht. Ist schon ein gutes Gefühl, ja. Ja. Wie sehen Sie die nächsten Spiele mit Duisburg? Ja, jetzt kommt mal ein Pokalspiel. Ist ganz wichtig, glaube ich, dass da einfach der Fokus zu 100% darauf gelegt wird. Und danach kommt Essen, aber jetzt ist mal Länderspielpause und ja, passt auch gut. Ja, mit Österreich, Sie wollen nach England gehen, denke ich? Ja, genau, ist unser Ziel und jetzt haben wir das erste Spiel gegen Nordmazedonien. Und ja, also jetzt ist einmal ab heute oder ab morgen früh nachher liegt der Fokus rein beim Nationalteam. Okay, ich danke Sie und viel Glück und Spaß in der Zukunft. Dankeschön, danke.